So, guten Morgen zusammen. Ich habe wieder ausgecheckt und ich laufe jetzt hier zu Disney, ihrem Cabana da hinten. Dann gehen wir schnell etwas zu Morgen essen und dann hauen wir es alle zusammen, weil sie gehen jetzt auch wieder zurück. Ich gehe heute wieder auf Puerto Escondido für eine Nacht. Und ja, sie haben eben gleich das Gleiche vor, darum machen wir jetzt die Reise vermutlich gerade miteinander. Und ja, das ist so der Plan von heute, also wieder zurück auf Puerto zu gehen und dort danach auch die Surfers zu beobachten, die hoffentlich am Start sind bei diesen grossen Wellen. Taxi, wo uns dann nachher direkt zu dem Ort bringt. Das heisst, wir können uns jetzt die Fahrt mit dem Offroad-Bus da sparen. Es kostet 200 Pesos und ja, wir gehen jetzt dann noch ein paar Sachen anschauen. Das Ganze hat etwa eine Stunde dauern, ein bisschen länger, aber eben dafür sehen wir noch ein bisschen, können wir noch ein paar Sachen anschauen. So, wir sind jetzt hier angekommen, an dem Ort, wo wir jetzt ein Taxi nehmen, vermutlich, oder mit dem Bus. Das müssen wir jetzt noch entscheiden. Und wir haben uns noch gefragt, warum es einen ganzen Haufen tote Fische in diesem See hat, oder in dieser Lagune. Und das ist noch ganz spannend. Es hat Salzwasser, das vom Meer kommt, und in der Lagune da hat es jetzt eher Süßwasser. Und die Salzwasserfische, die da in die Lagune reinschwimmen, haben irgendwann mal zu wenig Salzwasser, oder der Salzwassergehalt ist dann irgendwann mal zu wenig. Darum sterben sie, und darum hat es da innen ganz Haufen tote Fische gehabt. So, jetzt müssen wir schauen, wie wir jetzt da weiterkommen. Zu wenig Platz gibt es nicht in Mexiko, dann macht man es einfach so. Auch in diesem Büsschen hat es nicht wahnsinnig viel mehr Platz als vorne im Taxi. Servier. Ist bequem. Tipptopp, passt schon. So, ich bin jetzt wieder alleine unterwegs. Bin wieder in Puerto Escondido angekommen. Und ich gehe jetzt hier gerade mal abchecken, ob ich da morgen grad, oder für morgen das Ticket kann kaufen kann. Morgen geht es nämlich schon wieder weiter. Ich gehe jetzt nur da hinten, um noch ein bisschen am Strand unten, wie das da so ist mit den grossen Wellen, die es jetzt anscheinend heute hat. Und dann ja, gehe ich morgen wieder weiter, ein bisschen weiter in den Süden. Auf Masunte nennt sich der Ort. Ja, jetzt schaue ich mal, wo die Station ist, wo ich das Busbillett kaufen kann. So, ich habe jetzt etwas noch gegessen und bin jetzt hier noch einen Milkshake trinken. Und jetzt gehe ich ins Meer runter. Und ich habe die Wellen von oben schon ein bisschen gesehen. Die sind verdammt riesig, schon von weitem. Und jetzt nimmt es mich Wunder, ob irgendwie ein paar kranke Siechen da jetzt wirklich am Surfen sind. Ich glaube es schon. Und ja, das schaue ich mir jetzt nachher an. Und danach gehe ich dann etwa mit einem Stündchen oder so. Hau es dann weiter, aber auf Masunte. So Leute, ich bin jetzt hier am Strand und es hat einfach niemand im Wasser. Schade, kein Surfer rum. Aber die Wellen sind einfach zu brutal, denke ich, für die Leute hier zum Surfen. Vermutlich kommen die Wellen nicht von der richtigen Richtung und sind ein bisschen zu unruhig oder was auch immer, dass jetzt niemand da dran ist.
Ja, schade, hätte ich es gerne gesehen. Aber ich zeige euch mal ein paar Bilder von diesen verdammten Monsterwellen. Ja Leute, das ist jetzt richtig schade, jetzt keine Surfers. Vielleicht wäre im La Punta hinten, hätte es vielleicht. Ich weiß es aber nicht. Und ich schieße jetzt richtig an, dort hinten zu laufen. Darum gehe ich jetzt wieder zurück auf Puerto Escondido. Und in einer Stunde, ziemlich genau in einer Stunde, fährt dann der Bus. So, ich bin jetzt in San Antonio angekommen. Jetzt geht es noch mal etwa 20 Minuten mit dem Collectivo. Das sind die kleinen Büsse für die Einheimischen. Bis auf Masunte und ich hoffe, der kommt bald. So, jetzt bin ich also in Masunte angekommen. Ich bin jetzt mit dem Taxi runtergefahren. Die haben so eine, oder der hat so alle aufgeladen, die gerade unterwegs waren. Wir sind jetzt 5 im Taxi hineingehockt. Also ohne Fahrer, versteht sich. Und das hat jetzt 15 Pesos gekostet, also das ist ganz okay. Und jetzt gehe ich hier mein Hostel suchen. Das ist ein ganzes neues, das hat noch gar keine Bewertungen auf Booking.com. Darum nimmt es mich Wunder, was ich da jetzt gebucht habe. Und der erste Eindruck von Masunte ist ziemlich hässlich. Das ist gar nichts Schönes bis jetzt. Vielleicht ist das hier unten noch ein bisschen schöner, aber wir müssen mal schauen. Ja, ist jetzt nicht so. Sieht nicht gerade so aus wie eine Traumdestination, oder? So, ich bin jetzt in meinem Hostel angekommen. So sieht das aus. Ich habe jetzt hier noch schnell ein Tüschchen gerissen und jetzt gehe ich noch etwas futtern. Am besten Fischtacos. Das hat jetzt so richtig Bock wieder mal. Ja, das Hostel ist übrigens recht cool. Es ist etwa 3-stöckig gross oder so rechts. Und unten hat es noch so einen Spa-Bereich. Vielleicht teste ich den sogar mal aus, noch die Tage. Mal schauen. So, jetzt müssen wir mal schauen, was ich da bestellt habe. Und zwar sind das Avocado gefüllt mit Shrimps. Sieht richtig geil aus und so schmeckt es auch. Ja, mit dem leckeren Essen werde ich mich jetzt gerade verabschieden von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann.